Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch und heiße euch herzlich willkommen auf Tabasco TV zu einer der letzten Analysen in diesem Jahr vermutlich. Also ich hoffe, ich lade sie zwischen Weihnachten und Silvester hoch. Ja, ihr wisst das ja in dem Moment, wo ihr es hier seht. Deshalb fühlt euch herzlich willkommen geheißen. Und an meiner Seite habe ich den lieben Strato, endlich. Endlich mal wieder, das wurde aber auch Zeit. Ja, viel zu lange her. Ist so, ist so. Ich bin ja sonst nie dabei, deswegen freut es mich immer, wenn ich hier bin. Ja, mich auch. Man kriegt dich ja so selten leider, ne? Absolut, ey. Beschäftigter Typ einfach. Ja, ich hab schon gehört, wir sollen uns in Stratobasco TV umbenennen und diesen Kanal zu zweit machen. Ich dachte, Strato und Anhang. Oder so. Haben wir aber auch wirklich welche gesagt. Weißt du, ohne dich, ne, das wissen ja vielleicht einige gar nicht, ohne dich würde es diesen Kanal halt einfach nicht geben. Wir haben damals zusammen angefangen mit einer kleinen Gruppe und das war einfach eine schöne Zeit. Das ist mittlerweile schon so lange her. Ich wollte gerade sagen, aber das basiert ja auf Gegenseitigkeit. Also ist ja genauso, meinen Kanal wird es ja auch nicht geben. Ich meine, du hast das Logo gebaut, das ich immer noch todesfeiere. Aber ja. Da, so viel ist das jetzt so der Geist der Weihnacht, der in uns eingekehrt ist, um hier nochmal ein bisschen nette Worte zu verbreiten. Dann ohne Witz, ich fühle mich auch irgendwie so richtig, ich bin ein bisschen auf Kuschelkurs zurzeit. Ich weiß nicht, ich bin nett. Okay, ich habe mir ein paar LOL-Games gespielt und war auch freundlich, sogar zu Flamern. Also hast du ihnen freundlich Star Wars Episode 9 gespoilert oder wie? Naja, da hab ich tatsächlich noch nicht. Also für diejenigen, die nicht verstehen, ich habe ja Star Wars schon relativ früh geguckt und hat dann so als Scherz gesagt, so ey, jetzt werden erstmal die Flamer in LOL absichtlich gespoilert. Okay, ja, aber ganz so schlimm bin ich da ja nicht. Aber dafür sind wir gar nicht hier. Wir wollen heute wieder über ein Pokémon sprechen, okay? Und ach, wenn du möchtest. Deswegen sind wir hier. Ja. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nicht zugesagt. Verdammt. Tja, du musst jetzt aber mit mir Zwollock einmal ja, besprechen. Ein Schaf. Der gute Wollerate quasi. Genau. Und zwar ist es nicht irgendein Schaf, sondern die Nachentwicklung von unserem lieben kleinen Wolli, das ich jetzt hiermit auch mal einblende. Das ist ja eins der ersten Pokémon, vielleicht das erste aus Generation 8, das überhaupt revealed wurde. Und ich fange jetzt einfach mal an, okay? Ich liebe Wolli. Wolli ist einfach so toll. Keine Ahnung, Alter. Wer ist Voltilam? So muss ein Schafs-Pokémon aussehen. Ich liebe das Ding. Ich weiß nicht, es ist so unendlich süß. Ich liebe alles an diesem Teil. Und ist für mich einzig der besten Galamons. Und mit der Nachentwicklung bin ich zufrieden. Klar, das Ding ist nicht mehr so süß. Aber absolut okay. So würde ich es zumindest sagen. Wie siehst du das? Also, ja, Wolli ist perfekt. Also für ein Schaf. Ja. Ich bin auch Voltilam-Fan. Not gonna lüg. Schafe sind cool. Aber Wolli hat es ein wenig besser gemacht. Man mag jetzt auch mal sagen, dass es vielleicht einfach, dass man Jahre Zeit hatte, um seine Fehler einzusehen. Nein, also kein, nicht Voltilam Trash Talken. Voltilam ist cool. Wolli ist cooler. Und Zwollock selbst ist tatsächlich, ja, mal wieder eine konsequent durchdachte Weiterentwicklung und gefällt mir tatsächlich auch ziemlich gut. Also Wolli ist halt deutlich niedlicher und gefällt mir insgesamt vielleicht auch ein bisschen besser. Aber ich denke, so ein richtig cooles Ziegenbock-Pokémon hat uns irgendwo, oder in diesem Fall ist ja nicht wirklich eine Ziege, ist ja eher immer noch ein Schaf, ne? Aber irgendwie hat das gefehlt. Und ja, die sind ja sehr nah miteinander verwandt. Das vermischt sich halt manchmal so ein bisschen, ne? Also, wie gesagt, die männlichen Schafe, die, ja, haben halt auch Hörner. Es gibt wahrscheinlich auch einige Rassen, wo es auch weibliche Schafe mit Hörner gibt. Keine Ahnung. Aber der sieht halt schon so aus, als wenn er einen rammt, dass es wehtut. Vor allen Dingen mit diesen Hörnern, die unten sind, ne? Ja, doch, doch. Der sieht böse aus. Und ist wahrscheinlich auch noch genau auf der richtigen Höhe, um dir damit richtig weh zu tun. Ja, wahrscheinlich. Ich mag gar nicht wieder nachdenken. Ja, aber ansonsten eher flauschige Kollegen. Und wie gesagt, ich bin Fan. Vor allen Dingen von Wolli. Das Teil ist einfach nur perfekt. Und es ja. passt ja auch irgendwie so super zu den ganzen britischen Inseln, so, ne? Ja, klar. So Schafe und so. Doch, doch. Es ist ein gut gewähltes Design auf jeden Fall. Und auch ein gut designtes Design. Genau. Ja, und es ist so, wenn wir zum Typing kommen möchten. Oder gibt es noch sowas? Absolut. Genau. Dann machen wir das. Und es ist so der
oder eine der typischen Route 1 Normal Types. Also wir haben hier ein Monotyping. Ja, kennt man halt, ne? So, also man kann das schon sehr früh fangen. Und ja, man kennt von vielen dieser Normal-Pokémon, ja, dass es meistens nicht die stärksten sind. Deswegen bin ich gespannt, was Zwolok heute zu bieten hat. Was fällt dir zum Normal-Typing denn noch so ein? Boah, was soll mir dazu einfallen? Wir hatten doch schon irgendeinen Normal-Type, zu dem wir uns kurz ausführlich drüber ausgelassen haben. Schlaffel. Ja, genau. Normal bietet halt wenig, ist dafür aber auch nicht anfällig. Und ja, ist damit das Basic-Typing. Ich meine mal, es heißt normal. So, ja, keine Ahnung. Normal-Pokémon stehen und fallen halt. Also, Normal-Pokémon können insane sein. Oder können zumindest sehr gut sein. Insane sind die wenigsten Normal-Pokémon. Grüße gehen raus an Arceus, aber das hat andere Gründe. Normal ist ein sehr. Also, man kann es sehr leicht adaptieren an alle möglichen Situationen, weil du eben nur eine Schwäche hast, die du halt auch wieder mit einem Pokémon komplett ausgleichen kannst und so weiter und so fort. Ein Normaltyp ist meistens eher in den unteren Tiers anzutreffen, weil die meisten Normal-Pokémon eben auch Schrott sind. Eben, ja, es sind diese Route 1-Starter, so was, keine Ahnung, wen interessiert wie Senior? Süßer kleiner Typ, aber spielen tut dir trotzdem keiner. So, ne? Ja. Also, das stimmt wohl. Und das zieht ja viele diese Normaltypen, oder haben ja viele von denen mit sich. Oder auch der Großteil der Route 1 Vögel sind ja auch im letzten Ding jetzt noch Normalflug oder so. Und ja, sehr oft, genau. Das sind alles oft einfach schlechte Mons. So, und deswegen, keine Ahnung, es gibt gute Normaltypen. Guck dir Relaxo an. So, der war in Generation 7 stellenweise echt insane. Ja, ist wahrscheinlich einer dieser besseren Normal-Pokémon. Also bei diesen Vögeln, das sind für mich irgendwie keine Normal-Pokémon, weil die wären wahrscheinlich alle noch ungefähr gleich gut, wenn sie einfach Monoflug wären. Ja, wahrscheinlich. Das ist, was ich meine. Aber ja, viele Normal-Pokémon sind nicht so stark. Und ja, wir haben ja letztens auf diesem Kanal auch über die Shitmon League geredet, die ja bald startet. Und ja, die ist voller Normal-Pokémon. Und Normal-Pokémon haben die auch mit ein bisschen dominiert. Aber es ist halt fraglich, wie das bleibt, weil viele Normal-Pokémon eben mit Rückkehr/Frustration ihren besten Step verloren haben. Ja. Ja, also das ist ein bisschen. Das kommt erschreckend hinzu. Ich meine, inzwischen werden Mega-Kick und Mega-Heap empfohlen manchmal. Zum Glück gibt es noch sowas wie Risikotackle. Genau. Grüße geht dabei raus an Kostur so. Ja, es gibt ein paar Normal-Pokémon, die von nicht wirklich getroffen werden, aber ganz kurz als Beispiel, ich will eigentlich nicht zu sehr abschweifen, aber Bisbark ist eigentlich das perfekte Beispiel. Wir haben den seinerzeit aus der Shitmon League verbannt, weil er einfach ein bisschen zu gut war, aber der hat jetzt keine Rückkehr mehr und sein bester Normalstep danach ist mit 70er Stärke Fassade oder Heimzahlung. Ja, und das ist dann halt wirklich ein gewaltiger Absturz. Der hat halt nicht mal Body Slam. Also Body Check gibt's noch, aber den zähle ich mal nicht so wirklich dazu, weil Recoil mit 90 Power und keiner vollen Genauigkeit, das ist ein Quatsch-Move, okay? Ja, aber es gibt halt einige Normal-Pokémon, die deutlich abstürzen, so. Aber ja, bei Zwolok ist es halt nicht so, weil wir wissen ja gar nicht, wo er wäre, wenn er Rückkehr hätte. Vielleicht hat er auch richtig tolle Normal-Steps, das finden wir gleich heraus. Aber ich glaube, zum Typing haben wir alles gesagt. Das ist super simpel, ne? Ja. Okay. Wollen wir uns die Stats angucken? Sehr gerne, sehr gerne. Dann blenden wir die ein und sehen. Also, besser als alles, was ich von einem Route 1 Normal-Pokémon erwarten würde, tatsächlich. Also, er hat eine schön definierte Rolle. 72 KP sind nicht insane viel, so sind da so gerade an der Grenze des Machbaren, aber mit 190 in den beiden Verteidigungswerten ist der Junge schon relativ bulky, ne? Das darf man behaupten. Genau. 80 Attack ist wenig, 88 Initiative ist okay. Das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Das ist so dieser Wert, der mich ein bisschen überrascht. 88 Speed, ja, hätte ich nicht unbedingt gesehen. Das ist ja eigentlich relativ flott für so ein
bulky Pokémon, sag ich mal. Auf jeden Fall, ja. Also, muss sagen, 60 Special Attack. Ich mecker ja sonst immer darüber, dass Pokémon gerne mal einen gewissen Special Attack Wert haben, den sie, oder Attack Wert, das also, dass sie einen Attack Wert zu hoch haben, dafür, dass sie ihn trotzdem nie brauchen. 60 finde ich, ist 60 ist so schön, ganz klar, dass das der Dumpstat ist. Natürlich würde es jedem Pokémon immer noch besser tun, da nochmal Punkte rauszunehmen und sie anderweitig zu verteilen, aber stört hier nicht in der Verteilung. Also, es ist halt in sich gut gebalanced, dieses Pokémon. Jetzt nicht, dass es im Metagame gut gebalanced ist, aber ja. Die Werteverteilung stimmt, sagen wir es mal so. Genau, Stand jetzt ist das halt ein Pokémon, das wahrscheinlich eher unten sein wird, okay? Also es ist nicht besonders schnell, es ist nicht wirklich tanky, sondern wahrscheinlich eher wirklich eher nur bulky. Es macht auch nicht viel Schaden, aber es ist auch nicht so richtig schlecht. Also 80 ist so diese Grenze, wo ich sage, da kann man Schaden mitmachen auf die richtigen Ziele. Die Verteidigung ist okay, der Speed ist okay. Also es ist ein, auch, es ist nicht so, dass du jetzt über einen der Werte wirklich meckern musst oder so. Nee, aber er ist halt auch nicht richtig gut. Ne? Nee, leider nicht. Aber das hat er, glaube ich, auch niemand vom Router 1 Starter erwartet. Andererseits nee. Kann er halt immer noch sowas wie Kraftkoloss haben, wenn wir jetzt gleich mal zu den Fähigkeiten übergehen. Das gute Strato-Beispiel kommt wieder. Ja, Schäfer 80er Power mit Kraftkoloss. Ja, ich wollte gerade sagen, wie bad ist Azumarill ohne Kraftkoloss? Und ja, man kann ihn auch Zapzipper Trapper spielen, okay, aber trotzdem. Ja, Azumarill wäre halt niemals so hoch gegangen, wenn er nicht Kraftkoloss gehabt hätte. Und das, gut, ja. Wasserfee ist ein insanes Typing. Aber, ja, ich denke, wir haben hier alles gesagt und nachdem ich jetzt schon so ein bisschen Fähigkeiten angeteasert habe, würde ich sagen, gucken wir uns die doch an, oder? Genau, und wir schauen als erstes auf Flauschigkeit. Okay. Ich liebe es. Es ist eine quasi, ja. Es ist eine Costurso-Anspielung, okay? Ja. Als Costurso-Main kann ich jetzt natürlich nur sagen, dass Flauschigkeit eine tolle Fähigkeit ist, die zu diesem Schaf von den Werten her als auch natürlich ja, zum Design passt. Ja, total. Das musste es quasi kriegen. Ja. Es ist auch besser, als wenn es Fellkleid bekommen hätte, weil Fellkleid ist mit Abstand die bessere Fähigkeit, aber Flauschigkeit passt halt besser. Es ist perfekt, es ist auf das Ding gemünzt. So. Also das passt besser als zur Kostur so. Und ja, es ist immer noch eine coole Fähigkeit. Also Kontakt muss machen weniger Schaden, ist doch schön. Genau. Ja, das gilt dann leider nicht für alle physischen Moves, wie es zum Beispiel für Fellkleid der Fall wäre. Und Flauschigkeit bringt eben auch eine Feuerschwäche mit sich. Das ist auch ein bisschen schade. Ja, aber so ein brennendes trotzdem Schaf ist ja, ne? Ich stelle mir gerade so eine Weiterentwicklung vor, irgendwie Zwolok vom Typ Normal Feuer mit den Hörnern. Das hat dann schon was Satanistisches. Irgendwie, ja. Wahrscheinlich hat dann so eine Feuerwalzenattacke oder so. Holy shit. Das war wahrscheinlich schon so geplant, aber ist dann leider nicht abgenommen worden. Sorry, können wir nicht machen. Zu satanistisch. 10 von 10, richtig Metal. Es gibt ja tatsächlich auch also bisher basiert ja jedes Feuerstarter-Pokémon zumindest so halbwegs auf einem der japanischen Tierkreiszeichen. Und es gibt da ja auch Schaf oder Ziege. Und ich habe schon öfter gesehen, dass es Fanarts von einer Feuerziege als Starter gibt. Also nur mal so eingestreut. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir vielleicht irgendwann mal eine Feuerziege haben. Das Ding so als schöne Lucifer-Anspielung, ja doch, würde ich sehen. Kann man viel Cooles draus machen. Allerdings wissen wir auch, dass man coole Designideen richtig, richtig verhunzen kann. Wie zum Beispiel auch eine zweite Fähigkeit bei diesem Pokémon, würde ich behaupten. Okay, ja, das stimmt. Weil wir kommen von Flauschigkeit, einer wirklich guten Fähigkeit, okay, zu Felsenfest. Ja. Einer sehr nett, dass du da bist, wirst eh nicht gepickt, Fähigkeit. Nö. Felsenfest war, du wirst schneller, wenn du flinchst, ne? Genau, also ja. du flinchst dann trotzdem, aber kriegst halt einen Speed dazu. Ich meine, also die hieß halt jetzt nicht ultra schlecht, okay? Und ja, aber Fake-Out ist in Single-Kämpfen ein bisschen seltener, also der Mogelhieb, als es zum Beispiel in VGC der Fall ist. Und du wirst Bei so Attacken wie Crunch nimmst du trotzdem lieber Flauschigkeit. Ja, natürlich. Also, weil die meisten Moves, die flinchen, sind halt eben physisch. Und da willst du doch eigentlich lieber weniger Schaden durch Flauschigkeit haben, als dass du mit dem Schaf dann einen Punkt schneller bist. Ich meine, warum musst du unbedingt schneller sein? Ich wollte gerade sagen, das Ding sieht halt von den Werten und bisherigen Fähigkeiten eher nicht danach aus, als müsstest du unbedingt diesen Speed haben. Ne? Also, nö, genau. Nimmt den Bulk, Leute.
Ja. Felsenfest ist, ja, nett, dass es da ist, aber wir haben ja noch eine versteckte Fähigkeit. Ja, aber, weil, nochmal ganz kurz, du hast gerade nochmal die Werte erwähnt, okay? Nur für diejenigen, die es jetzt nicht klar ist, mit Flauschigkeit ist der richtig tanky. Also, richtig, ja. Also gegen Kontaktmoves halt, ne? Eben, aber, genau, war er bulky, jetzt ist er tanky. Also der ist schon eine ordentliche physische Wall. Gegen die richtigen Attacken, genau. Ja, also okay. Wird auch den einen oder anderen Nahkampf tanken, ne? Das muss man sehen. Je nachdem, ja, von wem, ne? Also jetzt vielleicht nicht ein Bulk-Up-Machomai-Nahkampf, aber ja, der tankt wohl was. In seinem Tier wird er auf jeden Fall was machen. Okay. Ja. VF, hattest du gerade schon erwähnt. Und die ist ein bisschen spannender. Und zwar haben wir hier Kugelsicher. Ja. Kugelsicher mag ich, auch wenn ich immer. Also, ich habe ja damals diese AAA-Liga gespielt auf Showdown. Ja. Und Was war das nochmal, dass du Fähigkeiten aussuchen darfst von einem Pokémon? Genau, ne? Almost any ability. Du darfst also fast jede Ability auf jedem Pokémon spielen. Natürlich sind so Sachen wie Kraftkoloss und so und diese Variabilitätsdinger, die sind, die sind gesperrt. Ich glaube, wir haben für den Sake der Liga auch Wandlungskunst gebannt, weil Wandlungskunst Chansey ist ein Ding. Oh Gott. Ja. Gott. Ja. Ja, okay. Und ja, Kugelsicher hat mich damals auf dem kalten Fuß erwischt, weil jemand meinen Gengar damit komplett gecockblockt hat, weil ich in dem Moment nicht realisiert habe, dass das Fokus-Miss eine Kugelattacke ist. Ja, genau. Sowohl Fokusstoß als auch Shadow Ball und auch Matschbombe sind halt alles Moves, die von Kugelsicher getroffen werden. Also, das leitet sich nicht immer so easy ab. Deswegen habe ich auch eine Beschreibung, die irgendwie seriös ist, verzichtet. Man muss sich einfach die Liste angucken. Also, das sind so Sachen wie Gyroball, Kugelsaat, auch Meteorologe. Das gilt auch als Kugelattacke. Also, da kommt man halt nicht wirklich drauf, weil das teilweise auch nicht mit Ball oder Bombe oder sonst was irgendwie übersetzt ist. Also bei Meteorologe ist ein gutes Beispiel. Das heißt auf Englisch Weatherball. Passt also wieder. Aber im Deutschen kommt man halt nicht unbedingt vom Namen der Attacke darauf, dass das so eine Schussattacke ist. Nee, es gibt ein paar. Absolut nicht. Aber ja, die wichtigsten sind wahrscheinlich so Spukball, wo er eh eine Immunität hat. Aber Matschbombe wäre auf jeden Fall wichtig. Fokusstoß ist für den auch super, weil es eine Schwäche ist von ihm. Vor allen Dingen, weil er in der Spezialverteidigung auch schlechter ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass den einer in einer Draft-Liga hat und der Gegner geht davon aus, dass du Flauschigkeit hast und will dann irgendwie mit einem Fokusstoß dagegen was machen, das ist schon, wenn du noch nicht weißt, welche Fähigkeit er hat, schon auch ein bisschen Mindgame. Ey, du bist mit dem Ding immun gegen Säurespeier. Ja, auch das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist okay, meinetwegen. Was ja. Ja gut, Schnabelkanone, das hat mich in der SML mal überrascht, dass irgendjemand mit Dingens gegen Schnabelkanone immun ist. Aber ja, ich meine, da kommt wenigstens Kanone drin vor. Aber es ging aus der Animation nicht heraus, dass das irgendwie tatsächlich eine Projektilattacke sein soll. Ja, genau. Man muss sich einfach wirklich die Liste angucken. Aber ich glaube, das ist auch das Coole an Kugelsicher, vor allen Dingen im Draft, weil, wie man merkt, man kann damit manchmal auf dem kalten Fuß erwischt werden, weil man da nicht unbedingt von ausgeht, ne? Richtig. Oh. Ja, also eine insane Fähigkeit, eine sehr gute Fähigkeit und Felsenfest können wir hier so, glaube ich, aufschreiben. Ja, keine Ahnung, Felsenfest spielst du nur auf Pokémon, auf denen du es musst. Ich glaube, Lucario hat mit Felsenfest und der anderen Fähigkeit, die genauso, also die genauso unnütz ist, da ist es eigentlich fast egal, was du spielst. Und Galagladi war doch auch so ein Mon, das ganz oft Felsenfest hat, oder? Das hat, ja, oder war das Mega-Gladi? Ja, genau, die Mega hat das nämlich automatisch. Ja, das war's. Aber sagen wir mal, so wie es ist relativ egal, was für Moves hier gleich kommen werden. Flauschigkeit und Kugelsicher sind die Go-To-Fähigkeiten. Vor allen Dingen Flauschigkeit wird hier die Nase vorn haben. Also ganz, ganz oft. Safe. Also ich glaube, dass Kugelsicher sich auch wirklich nur in, in Draft-Meta gegen manche Teams halt anbietet. Und ganz eventuell, ich kann es nicht einschätzen, aber wenn sich jetzt hier Zwolok in einem Tier einfindet, wo irgendwie ein paar Pokémon rumlaufen, die sehr wichtige Moves davon haben, vielleicht dann auch, aber es wird zu 90% wird Flauschigkeit halt hier die Standard-Fähigkeit sein. Flauschigkeit ist so gut. Ich habe noch nie einen Tollpatsch-Kostur so gesehen, sagen wir es mal so. Und ja, genau. Ja, ja, okay. Aber so viel zu den Fähigkeiten. Ist eigentlich relativ klar, hier hat eins die Nase vorn. Und jetzt müssen wir uns den Movepool angucken, weil der rundet das Ganze noch ab. Willst du sagen, dass wir dann jetzt quasi das letzte Quadrat hier, das letzte Viertel in Angriff nehmen sollten?
Sollten wir tun, ja, genau. Und es gibt ja so ein paar Sachen, die sich ein Zwolloc jetzt wünschen würde. Recovery ist wichtig. Toxin! Auch das, genau. Aber ich blende mal die Moves ein. Toxin sehen wir natürlich nicht. Das gibt es hier als TM. Und das Level-Up-Move wäre das komisch. Aber wir sehen hier leider auch, außer Erholung, keine Recovery. Das ist ein bisschen schade. Das würde ihn auf jeden Fall noch deutlich nach vorne bringen. Aber was sehen wir denn sonst noch so? Hau mal raus. Boah, was finde ich hier denn gut? Also Body Slam und Donnerwelle finde ich gut, weil ja, Toxin ist der coolste Status-Move, den du als Wall haben kannst. Und seien wir ehrlich, bei 100 plus, bei 100 Death plus Flauschigkeit bist du eine physische Wall oder zumindest eine Kontakt-Wall. Ja, aber Donnerwelle ist auch cool. Sweeper halt rausnehmen. Sweeper, der paralysiert ist, ist situationsabhängig besser als einer, der vergiftet ist. ja. Watteschild ist halt so dieser Moment, wenn du wirklich ganz hart einfach Nein sagen möchtest. Mit 88 Speed kriegst du das gegen gar nicht so wenige Pokémon raus. Muss man halt dazu sagen. Ne? Also ich denke nicht, dass der viel in Speed investiert wird. Aber wenn du eben eine andere Wall nutzen möchtest, um dich aufzusetzen, kannst du das machen. Dem Jungen fehlt gerade tatsächlich ein Taunt, finde ich. Weil der hat halt genau dieses perfekte Speed-Tier, um andere Walls raus, also, weißt du, unfähig zu machen, eben durch ja, irgendwie Taunt. Und sich selbst dann mit Watteschild, also Watteschild-Taunt wäre bei dem Böse. Schwertanz sehe ich halt nicht auf der Ladder als Standard-Set bei dem. Aber ja, da wir auch immer wieder Anspielungen an Draft-Ligen machen, sehe ich bei einem 88er Speedmon durchaus auch mal die Möglichkeit, irgendwo einen Schwertanz gegen eine Wall aufzusetzen. Garantiert, ja. Agilität. Weil ich glaube, ja. Agilität. Also Agilität braucht man nicht, man spielt ja felsenfest, ne? Ja, wie gesagt, ich habe es auch erst halt aufgeführt, Agilität, weil der hat nicht viel. Also der Movepool ist sehr klein. Es gibt hier einige, also viele Normalsachen und auch ein bisschen Fighting Coverage. Body Press ist wahrscheinlich am interessantesten, vor allen Dingen zusammen mit Watteschild. Und ich glaube, dass es auch zumindest momentan so ein bisschen so ein Standard-Set ist. Ich bin mir sicher, einige von euch, die das hier hören, haben das auch schon gespielt. Es sieht halt schon ziemlich gut aus. Also, weil Watteschild plus 3 Verteidigung, das ist quasi so, als hätte man einen etwas besseren Schwertanz. Allerdings auch nur für Body Press. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das auf Dauer einfach funktioniert, weil Schwertanz boostet Body Press fast genauso. Natürlich je nachdem, worin man investiert. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, ne, dass man voll Angriff bei einem Schwertanz-Set investieren würde oder voll Verteidigung bei einem Watteschild-Set. Dafür boostet Schwertanz dann auch die Normal-Steps mit. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen das Problem, weil nur Body Press macht dann halt irgendwie Schaden. Und das ist für ein Normal-Pokémon, das eh schon nicht unbedingt möchte, dass Geister beim Gegner sind, gar nicht mal so geil. Also nee, viele Leute, ich habe so ein bisschen Euphorie mitbekommen, die gedacht haben so, boah, Watteschild, Body Press, wie broken ist das? Weil du kannst einfach physisch defensiv spielen und trotzdem setupen, aber es ist halt in Anführungsstrichen nur ein 80er-Move und es ist kein Step. Und wie gesagt, Geister kommen halt vor free rein. Also denen tust du halt nichts. Du hast halt noch Gegenstoß, aber der Gegenstoß ist halt A, nicht so super toll und B, wird der halt von Watteschild nicht verstärkt. Und du wirst auch physisch defensiv spielen, wenn du Watteschild Body Press zockst. Und der Gegenstoß wird wahrscheinlich dann den meisten Geistern, vor allem wenn sie halbwegs bulky sind, auch kaum Schaden machen. Das ist so ein bisschen ein kleines Problemchen. Also ich glaube, also momentan ist er halt so ein Setup, aber ich glaube, wenn der so, keine Ahnung, Slack-Off hätte oder so, dann wäre der einfach ein bisschen geiler, quasi als physische Wall, vor allem wenn er auch Toxin könnte. Das sind also Sachen, die ihm wirklich groß fehlen. Ja, jetzt ist es halt momentan ein Pokémon, was reinkommt, was Body Slam drückt, vielleicht um Paras zu verteilen. Ja, und in Draft liegen, wenn Staffette erlaubt ist, kann man damit vielleicht Boosts passen. Das ist natürlich sehr interessant. Oder wenn es auch nicht erlaubt ist und so als Momentum-Move, wie zum Beispiel in der Shitmon League, kann man das einfach, wie gesagt, um Momentum zu generieren, halt auch benutzen. Ich glaube, das ist dann am Ende eher die Aufgabe von Zwolloc, weißt du? Ja, also der kann ein bisschen was. Ich meine, er hat zum Beispiel auch noch sowas wie Zen Headbutt, habe ich gerade gesehen, und Stromstoß. Ja, die, genau. Die brauchst du auf dem halt eigentlich nicht, weil der nicht keine offensive Coverage hat. Aber gerade wenn man jetzt mal vielleicht so über Draft-Formate spricht, das sind ja dann, vielleicht kommt ja dann doch mal der Moment, wo man irgendwas
mit einer Psychoschwäche treffen muss oder so. Er hat auch noch die Kopfnuss als normalster Step, aber er ist halt nicht so schnell, dass er damit wirklich anfängt, Leute zu flinchen, dementsprechend. Ja. Aber Donnerwelle Kopfnuss könnte ein Ding werden. Ich weiß gerade nicht, was Kopfnuss für eine Flinch-Talk hat. 20? Ich glaube, 20 30, oder 30 müsste es sein. 30 sogar. Ich check das mal nach. Bla 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 bla. 30%. Ja, das ist doch schon mal was, ne? Also Donnerwelle Kopfnuss confirmed. Ja. Passt auch besser zu den Hörnern. Ja, ohne Scheiß, das ist so ein Kopfnuss-Pokémon. Ne? Der hat keine Hornattacke, ne? Also, nicht, dass die Attacke gut wäre, aber ich hab die gerade nicht gesehen. Nee, sehe ich auch nicht. Nee. Komisch. Naja, hat er sie halt nicht. Holzgeweih wäre cool für den. Alter, ja, das wäre auf dem richtig gut gewesen. Das würde easy passen. Ja. Also, keine Ahnung, da kann sich keiner beschweren, dass das nicht irgendwie passt. Und das wäre tatsächlich ja immerhin irgendwie so ein bisschen Recovery. Und Pflanze ist ja für ein Normal-Pokémon nicht die schlechteste Coverage, weil ja Gesteins-Pokémon auf die reinkommen können, unter anderem. Vor allem in niedrigen Tiers, wo die Stahl-Pokémon eher die Seltenheit sind, ne? Das ist halt Schwertanz wieder insane. Das ist wirklich so eine verpasste Chance, muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut ein bisschen weh, wenn ich so drüber nachdenke. Aber auch sowas wie Milchgetränk oder Slack-Off, so, das hätte ich ja auch drauf gemusst, um ehrlich zu sein. Ja, doch, also vor allem Milchgetränk, ne? Also so eine schöne Ziegenmilch vom Ziegenbock. Okay, drehen wir mal! Nein! Okay. ja, auf jeden Fall ist Milch ganz toll und ja, gut. Ich hasse dich. So, da kann ich doch nichts für. Ich hab's gesagt und in dem Moment dachte ich mir, Moment, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass männliche scharfe Hörner haben und jetzt will ich diese Milch nicht mehr trinken. Aber es ist ein bisschen komisch, weil ja auch männliche Chefrum können ja auch Milchgetränk. Also es ist nicht so, dass das von ungefähr kommt, diese Verwirrung, okay? Denk mal drüber nach, das ist absolut falsch. Also spielt immer nur weibliche Chef rum. So, aber zurück zu den Moves. Das Problem, was ich bei ihm sehe, ist, dass man Sets kaum rund bekommt. Weil es wird einige Leute sagen, die werden sagen, ja, aber Rest Talk funktioniert doch. Problem ist, das nimmt halt erstmal 2 Slots weg. Und was willst du dann machen? Ja, du kannst nämlich nicht nur einen Angriffsmove nehmen, das geht mit dem nicht, weil es, wie gesagt, gegen Body Press und Body Slam, die ja irgendwie quasi so die Main Attacking Moves sind, eine Immunität gibt. Das heißt, du kannst halt auf dem 4. Slot eigentlich keinen Boost Move mehr machen. Das Einzige, was du machen könntest, wäre zum Beispiel Body Slam oder Body Press zusammen mit Gegenstoß. Also, ich würde mal sagen, Body Press und Gegenstoß zusammen mit Watteschild und Erholung. Und dann vielleicht eine Aufwachbeere oder so. Das wird funktionieren, aber ja, so ein Rest-Talker, den sehe ich ja auch nicht viel Work machen, ehrlich zu sein. Nee, dem also fehlt einfach was. Also zumindest nicht mit Watteschild, ne? Nee, dem fehlt viel. Geister sind selten, muss man dazu sagen. Und du kannst natürlich drum herum spielen. Das Problem ist, was Zwolloc hier auch richtig wehtut, ist, dass es einfach keine Verfolgung mehr gibt, ne? So, ja, das wäre würde ihm bei einem Teampartner, würde das ihn sehr abrunden. Und dann mit solchen Sets besser funktionieren. Aber die Geister haben ja, sie kommen aus dem Gefängnis freie Karte bekommen und müssen da keine Angst mehr vor haben. Ja, das stimmt. Ja, und Geister kann man ja so auch nicht trappen. Das ist ja auch etwas, was viele nicht wissen. Aber Geister können meines Wissens immer wechseln. Also auch wenn sie mit Whirlpool oder Horrorblick oder so getroffen wurden. Ja. Ich meine, das ist so ein Eigeneffekt von denen. Müsste so, war zumindest mal so, wird wahrscheinlich immer noch so sein. Ja. Genau. Ja. Also wir haben hier kein so gutes Pokémon am Ende, muss man halt sagen. Also aber auch kein so schlechtes. Also es ist easy eins der besseren Route 1 Normal-Pokémon, finde ich. Ja, also zumindest deutlich besser als sowas wie wir sehen. Ja. Und einfach mal kurz zum Vergleich. In der Shitmon League-Tierlist findet es sich im zweithöchsten Tier wieder. Es ist einfach auch da durch halt begründet eben, dass es mit Flauschigkeit und Staffette halt schon gute Pivot-Arbeit machen kann und natürlich auch ein bisschen Vorbereitung braucht. Weil wenn du keinen Geist hast, dann wird der Scheiß, dann wird das nerven. Dann kannst du halt Watteschild, Bodypress, Rest-Talk-Sets spielen mit voller Spezialverteidigung oder so, weil, mein Gott, dann resistieren so Psycho- oder Gift-Pokémon halt die Bodypress, aber auf Dauer tut die einfach weh. Okay, also du brauchst auch einen Geist, um den aufzuhalten. Also der wird wahrscheinlich in der Shitmon League nicht schlecht sein.
Vermutlich nicht, ne. Ja. Ja, ich würde sagen. Ich glaube, wir sind durch, oder? Denke ich auch. Viel zu besprechen gibt es halt nicht. Also, wer möchte, kann ja auch mal auf PokeWiki angucken. Die Liste der Attacken ist unglaublich kurz. Also ich glaube, das war bisher wirklich die kürzeste TM- und TP-Liste, die ich bisher gesehen habe. Also von allem uns, wo wir die Analysen gemacht haben und auch die, die ich mir so angeguckt habe. Was ja komisch ist, weil sonst normal Pokémon eigentlich immer jeden Move und seine Mutter lernen. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Warum kann der kein Erdbeben? Jeder Spacko kann Erdbeben, aber der Boy nicht, oder was? Ja, es fehlen, wie gesagt, einfach super viele Moves, die man ihm einfach hätte geben können. Aber ist halt so. Er hat jetzt halt, wie gesagt, diese klare, Body Press war das Schild, winkt einem halt so, aber ich glaube, das ist jetzt sowohl für den Gegner als auch für den Anwender auf Dauer einfach nicht so ein spaßiges Set. Ich glaube, das macht nicht so viel Spaß am Ende, den damit zu spielen. Ich kann mir vorstellen, dass Zwolloc deutlich besser wird, wenn es dann in 8.1 Move-Tutoren oder so gibt. Gib dem mal Zugriff auf sowas wie Fluch, das würde den zum Beispiel schon besser machen. So, weil dann hättest du diese Watteschild-Schwertanz-Diskussion gar nicht mehr, sondern würdest halt immer zu Fluch gehen. So. Und wenn er dann halt noch einen guten Unlicht-Move kriegt oder so, dann. Also Fluch mit Gegenstoß ist ja eigentlich richtig gut. Also. Ja, also das, klar, das funktioniert sogar besser, weil du langsam bist und dann einen 100er Move hast. Ne? Ja, stimmt. Ja. Das, ich glaube, Gegenstoß hat auch sowieso immer Minus-Prio, oder? Nee, Gegenstoß ist keine Minus-Prio. Der sagt nur, wenn du langsamer als der Gegner bist, machst du mehr Schaden. Also verdoppelt sich die Kraft von Gegenstoß. Siehst gerade. Deswegen immer schön die Fluch nach Taras spielen und gib ihm. Die guten Generation 6 Sets. Okay, ja, sonst so viel dazu. Ihr könnt es ja mal verraten, was ihr mit Zwolloc bisher so gemacht habt. Wie findet ihr Volley und Zwolloc? Habt ihr vielleicht mit diesen Watteschild-Sets schon ein bisschen Chaos veranstaltet? Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann die Tage wieder. Moment, wir müssen erst noch einen Hashtag der Folge machen. Ja, such ihn dir aus, hau raus. Du wie wär's mit Hashtag die Zwollnies? Du machst die besseren Hashtags, das hättest du nicht sagen sollen. Hätte ich nicht sagen sollen. Okay, warte, ich muss kurz durchatmen, bevor ich das nochmal ausspreche. Okay, Hashtag die Zwollnies in die Kommentare. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und wenn ihr berechtigterweise jetzt schon ausgemacht habt, dann braucht ihr auch nicht mehr reinschreiben. Ihr seid auf jeden Fall entlassen und man sieht sich die Tage wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Danke fürs Zuhören und danke an Strato, dass er dabei war. Wie immer gerne. Haut rein. Ciao.